Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Ja, ich überlege nur gerade. Ich habe ja letzte Runde geteasert, dass wir dass wir diese Runde hier angreifen, aber ich würde nochmal eine Vierereinheit Dinger mitnehmen. Leitern mitnehmen. Weil sonst können nur vier Hopliten gleichzeitig hoch und das ist ein bisschen risky. Wie sieht's denn hier oben aus? Ja, ganz gut eigentlich, ganz gut. Warte, ich brauche hier oben einen Spion. Kann ich den? Nee, natürlich nicht. Also ich kann ja nur zwei bauen. Das ist ein bisschen wenig. Und das da, die haben mir zu viel Einfluss, aber die sind positiv. Wenigstens etwas. So. Ich glaube, gerade sind nur eben hier im Norden. Hier, genau. Du gehst mal wieder nach oben. Oder nee, warte. Hier sind ziemlich viele feindliche. Ja, du bleibst hier. So. Okay. Was brauche ich hier denn? Was brauche ich hier? Epidamnos brauche ich eigentlich nicht viel. Also den Tempel baue ich gerade aus. Dann würde ich sagen, ja, Nahrung haben wir auch genug. Dann gehen wir hier nochmal auf Wohlstand. Oder ein bisschen öffentlich. Ja, komm, machen wir mal safe. Das können wir ja später immer noch umbauen. Was glauben sind hier bei Minus? Dann würde ich sagen, bauen wir den mal um in einen Sklavenhändler. Hier können wir minus 8 Nahrung. Ja, das können wir uns leisten. Genau, hier ist es gerade ein bisschen problematisch, aber das ist ja... Wolfpack gehört nicht zu uns. Die gehören nicht zu uns. Der gehört zu uns. Loyalität, genau, das ist gut. Und Wunden weg. Haben wir so wenig Charaktere? Oh ja. Ich habe ja gerade Rise of the Republic aufgenommen. Und da haben wir ja eine Armee von. Von Kindern. Also unsere Familie ist fünfmal so groß wie seine. Dann verheirate ich mal die. Vielleicht bekomme ich dann Kinder. Die ist verheiratet, das ist gut. Der ist verheiratet, okay. Super. Dann weiter geht's. Das ist so komisch. Bei manchen Let's Plays hat man eben, wie bei Rise of the Republic, einfach so eine Riesenfamilie und bei anderen wie hier hat man einfach gar nichts. Hat man einfach einen Mann und Frau und das war's. Du gehst gleich nach Hause hier. Ja. Ah, okay, OBS spackt wieder ein bisschen. Ich hoffe, das geht gleich zurück. Ah. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kassen. Die sind mein militärischer Verbündeter, nee.
Also 8000, ich, nee. Nee, nee, nee. Pergamon, das wird mit Pergamon auch interessant, weil die ja, ja, die sind jetzt ein bisschen garstig drauf. Aber ja, aber Makedonien hat jetzt auch nicht wenig. Also, die haben jetzt auch nicht wenig. Was machen jetzt Syrakus da? Syrakus ist nicht mit mir verfeindet, soweit ich mich erinnern kann. Oder doch? Nee. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht mehr. Gut, Rang erhöht, Feind verwundet. Das ist gut. Rebellion bevorstehen. Alter. Dann mache ich das da, dann mache ich die da. Dann mache ich die da. Und dann greife ich an. Soll ich halt. Nee. Ich habe versprochen, das zu machen. Gut, dann kann mir. Aber bei Belagerungen ist es oftmals ratsam, das automatisch zu machen, auch wenn er. Also. Wenn man nicht so viele Kavallerieeinheiten hat, weil sonst schmeißt er die Kavallerieeinheiten weg. Aber ja, oftmals ist es wirklich so, dass leider gibt es da Bugs, dass die Türme zum Beispiel nicht erobert werden oder halt erobert wurden und trotzdem für den Feind sind. Wieso kommt meine Verstärkung von da und nicht von hinter mir? Die war genau hinter mir. Naja, oder ich kann ja auch dahin gehen. Ja, dann stelle ich mich halt hier auf. Ups. So, schön die Fernkämpfer hier aufstellen. Und starten. Der hätte sogar eine Katapulte gehabt, aber hat sie nicht aufgebaut, oder? Unsere nee. Verstärkung ist eingetroffen. Zum Glück. Soll ich auf meine Verstärkung warten? So. Ja nicht mehr. Was macht denn der da? Ja, egal. So. Wir erwarten eure Befehle. Rieken-Infanterie zu euren Diensten. Dann fangen wir mal an. So.
So große brauchen die doch gar nicht. So große Leitern. Ah, jetzt steigen sie um. Sie hier sind, sind sie halt total erschöpft. Ah, oh, das geht noch. Da ist der. Okay. Ich erwarte eure Befehle. Zerstückelt sie! Super. Ich gehe mal hier hin, die brauchen mehr Unterstützung, weil das Pikiniere sind und die sind schwächer gegen... also wenn sie keine Phalanx machen können, sind sie ziemlich schwach. Ja, das sieht man auch schon. Los. Schnell davor. Wir brauchen Unterstützung. Die Männer wanken. Ja, das habe ich befürchtet. Weil Pikiniere sind sehr schlecht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Shit. Unsere Männer fliehen vor dem Schlag. Was ist das denn? Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, das von den Dieter gehen jetzt gar nicht runter, ne? Die wollen nicht. Schneidet sie in Stücke! Warte, die backen hier. Ah,
runter gehen sie wieder. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr müde. Hm. Dann gehst du mal mit nach vorne kurz. Und motivierst die mal. Der geht hier hoch. Das ist halt ja ein bisschen risky jetzt. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Weil nämlich. Ja, die halt sehr, sehr angeschlagen sind, aber. Die müssen das jetzt. Unser General wird angegriffen! Ja, warte. Ja, los! Was ist denn los? So. Ja, natürlich hat er die nicht mehr erwischt. War ja klar. So. Mann, ich hätte wirklich auf die Verstärkung warten müssen. Ah, ist jetzt passiert. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Zu eurer Diensten. Bereit für meine Verfolgung der Schützen. Der Kämpfer bereit. Abfliege. Alter. Abfliege, Phalanx. Wie die halt reinhauen. Schildträger. Achso. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber ich kann da nicht hoch, ne? Der macht mich platt. Krass. Der macht mich einfach platt. Alter, habt ihr das gesehen? Alter. Das war ja voll übertrieben. Warte, Pikeniere, bitte komplett hierhin. Vielleicht schaffe ich das dann noch. Ja, du, die Garde muss jetzt auch hoch. Ne, die Garde geht auch hier hoch. Ja, okay, jetzt geht's langsam wieder, aber Alter, das ist ein. Ist ein verlustreiche. Ja, die stirbt auch komplett. Müssen jetzt auch da hoch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, langsam. Was machen die Pikeniere da? Oder? Auf
Satelliten! Halt ihn ab! Das wird er sehen! Die Geniden erwarten eure Befehle! Jetzt umkreisen. Und Gutes! Ihr habt, glaube ich, 3 Einheiten verloren jetzt. 18, 12, 14, 16. Oh, schon sogar mehr. So, jetzt aber. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So wie ich ihn kenne, hat er hier noch einiges aufgebaut. Wir haben einen Turm eingenommen. So. Ist ja schon mal was. So, jetzt wird hierher marschiert. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der wurde auch ein bisschen malträtiert von denen. Wie weit die schießen können. Okay, die wanken jetzt. Ich glaube, hier ist noch sein General. Die Belagerung war ziemlich schlecht. Ja, ziemlich schlecht. Na ah, genau, da ist ein lieber General. Das dürfen dann meine Kavalleristen machen. Uiuiuiuiui, das waren. Ja, da habe ich ein bisschen überschätzt, wie viel Verteidigung er doch noch hat. Aber ich glaube, jetzt haben wir. Also, das war, glaube ich, der letzte. Wir haben die Tore eingenommen! Die letzte wirkliche Bedrohung von den Spaniern hier. Wusel, wusel, wusel. Hier. Und los geht's. Der Charge von denen war auch krass. So. Oh, eieiei. Verluste 1400. Die sind total komplett weg, Alter.
Ja, 160. Leider sieht man halt nur die eine Armee, ne? Also hier, die haben kaum was getötet. Da ist der mit 100 schon heftig dabei. Boah, au. Au, 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 au. Au. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Das war sehr schmerzhaft. Warte, nee, das brauche ich nicht. Wollt ihr noch eine? Dann hier. Sollen wir die noch spielen? Nee, es ist schon vorbei. Okay, dann mache ich die schnell automatisch. Und dann haben wir es. Gut, dann können wir die alle jetzt nochmal upgraden. Das ist halt das Ding, die hatten genau Waffe Stufe 3. Und das haut nochmal richtig rein. Gut, also dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja. Dann, ups, die hatte ich schon. Boyers blauäugiger Bob. Was hat mich denn da geritten? Gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye.